willkommen, liebe Zuschauer. Nach einem aktuellen Bericht des chinesischen staatlichen Statistikamts haben sich das Einkommen der chinesischen Bevölkerung und ihr Konsumniveau in den letzten 70 Jahren seit Gründung der Volksrepublik stetig erhöht. Auch 2019 sind Chinas Konsumenten eine treibende Kraft des Wirtschaftswachstums, wovon insbesondere natürlich der Onlinehandel profitiert. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Wir wollen uns in den nächsten Minuten intensiver mit der Aktie von Alibaba auseinandersetzen. Und das tun wir gemeinsam mit Vivian Sparenberg von Vontobel, uns jetzt von der Börse in Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Sparenberg. Ja, Alibaba ist ja mittlerweile weit mehr als nur ein Online-Händler. Das Unternehmen hat sich auch sehr präsent im Cloud-Geschäft präsentiert oder aufgestellt und ist sogar schon in den Markt der digitalen Direktversicherungen vorgedrungen. Wie bewerten Sie denn allgemein so das Portfolio von Alibaba? Wo sehen Sie denn das größte Potenzial? Alibaba ist relativ gut aufgestellt. Es wird ja immer sehr gern mit Amazon auch verglichen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Alibaba hier schon mehr Steckenpferde hat als Amazon. Nicht nur die Plattform an sich oder Alibaba.com, was ja eigentlich die meisten vielleicht auch so aus dem normalen Geschäft kennen, aber auch Alipay über das Online-Bezahlsystem bis hin zu Tmall, wo sie Shopping Mall haben, oder Taobao, wo sie ein eBay-Pendant haben. Alibaba hat hier sehr, sehr viel zu bieten. Und gerade die Sparte im Cloud Computing ist hier auch relativ wichtig für Alibaba. Da ist auch das größte Wachstum irgendwie hinter. Und da muss man sagen, dass Alibaba schon mehr als Amazon nur ein Marktplatz ist, sondern sie bringen halt ihre Plattform wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise voran und vor allem auch für jeden Chinesen irgendwie nutzbar. Wenn man jetzt zurzeit über China im Allgemeinen und den Aktienmarkt im Besonderen spricht, kommt man natürlich um ein Thema nicht herum. Der leidige Handelsstreit mit den USA, inwiefern lastet der auf den Geschäften Alibabas? Der Handelsstreit lastet auf Alibaba auch, weil sie gerade auch dadurch, dass sie natürlich auch versenden, hier ein bisschen Not geraten sind. Nichtsdestotrotz ist für Alibaba immer noch der chinesische Heimatmarkt der wichtigste, und dadurch, dass die heimische Konsumgesellschaft hier ein bisschen abgeflacht ist, haben sie schon ein bisschen einstecken müssen, was man auch im Aktienkurs sieht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Handelskrieg an sich lastet zum Beispiel auf Amazon wahrscheinlich irgendwie ein bisschen stärker als auf Alibaba. Aber sie haben sich hier relativ gut aufgestellt, da sie nicht nur auf den Export halt sich spezialisieren, sondern da sie auch sehr, sehr viel andere Möglichkeiten haben, Geld und Wachstum zu generieren. Hat auch der CEO gesagt, wir sind zwar davon betroffen, aber wir haben sehr gute Geschäftszweige, die dieses sehr gut ausgleichen können. Ja, Sie haben den Aktienkurs schon angesprochen. Der Kurs hat sich zwar wieder deutlich vom Jahrestief bei $170 abgesetzt nach oben. Vor kurzem ging es aber sogar wieder über die Marke von $195. Jetzt zuletzt aber schon wieder ein Stückchen zurück. Was war denn der Grund und was leiten Sie jetzt mal so ganz generell aus dem Chartbild ab? Charttechnisch gesehen oder aus dem Chartbild an sich sieht man schon, auch gerade wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dass auch Alibaba unter dem Handelskrieg natürlich gelitten hat, aber auch unter der Konsumnachfrage, die einfach in China auch runtergegangen ist, gerade wegen der Verunsicherung, die man auch im chinesischen Markt hatte, was auch jeden anderen Online-Händler oder auch Luxusgüter relativ stark auch geschwächt hat. Alibaba hier aber irgendwie so ein bisschen besser bei weggekommen ist als viele andere Unternehmen. Seit Juni sind sie eigentlich schön wieder im Aufwärtstrend. Sie haben jetzt so einen kleinen Rücksetzer noch gehabt. Nichtsdestotrotz sieht das Chartbild von Alibaba aber schon relativ nett aus. Alibaba strebt offenbar auch eine Zweitlistung an der Börse in Hongkong an. Was steckt dahinter? Inwiefern ist das für Anleger relevant? Das Zweitlisting soll eigentlich tendenziell mehr den inländischen Investoren dienen. Da sie ja nur an der Nasdaq gelistet sind, können sie hier vielleicht inländische Investoren, wenn sie auch in Hongkong gelistet sind, eher davon überzeugen, auch in die Aktie zu investieren. Auch wollen sie von der Wall Street so ein bisschen unabhängiger sein, gerade auch im Handelsstreit, wenn man sich den nochmal anschaut, möchten sie so ein bisschen weiter wegrücken und einfach auch neues Kapital oder frisches Kapital aufnehmen, um hier ihre Expansion gerade nach Europa auch ein bisschen zu verstärken. Auch ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:8 steht aktuell im Raum. Wäre das Ihrer Meinung nach ein sinnvoller Schritt?
Der Aktiensplit soll vorhergehend eigentlich abgeschlossen werden. Also am 15. Juli sollen sie darüber abstimmen, ob der Aktiensplit kommt. Dadurch werden natürlich neue Aktien ausgegeben. Sie haben mehr Kapital zur Verfügung und gerade muss dann auch die Aktie ein bisschen breiter streuen. Gerade wenn das Zweitlisting kommt, ist der Aktiensplit eigentlich ein normaler Schritt. Die Jahreszahlen von Alibaba, die haben ja einmal mehr belegt, dass das Wachstum weiterhin stark ungebremst ist. Umsatz über 51% verbessert, der Gewinn sogar verdreifacht, Nutzerbasis nochmal extrem erhöht. Wie lange kann man denn eigentlich an solche überdurchschnittlichen Wachstumsraten anknüpfen, vor allem wenn sich das wirtschaftliche Umfeld ja doch ziemlich abkühlt? Das wirtschaftliche Umfeld, in dem gerade Alibaba steht, ist natürlich jetzt nicht von positiven Kennzahlen gesäumt. Also sie sind jetzt nicht in einem Umfeld, wo man sagt, okay, jetzt geht es immer weiter nach oben. Aber Alibaba, gerade in der Aufstellung, wie sie sind mit Alipay und auch, dass sie ihre Plattform immer weiter nach Europa ausbauen wollen, haben hier schon mehr Wachstumsaussichten als andere Unternehmen, gerade in den Bereichen. Alipay will jetzt nach Europa kommen, um auch gerade die chinesische Konsumerschicht hier in Europa auch wirklich ansprechen zu können, damit sie mit ihrem gewohnten Alipay hier auch bezahlen können in Europa. Sie wollen die Europa-Strategie ausbauen, sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Vor allem gerade auch durch das Hongkong-Listing wollen sie dadurch auch Kapital einsammeln, um das zu machen und um hier wirklich Auge in Auge auch mit Amazon zu stehen, die sich gerade erst wieder aus China zurückgezogen haben, weil Alibaba einfach viel zu stark war. Und Alibaba hat zwar den größten Markt mit China bereits unter sich, aber sie wollen nicht aufhören und die Welt erobern. Ja, das sind mal ambitionierte Pläne. Ja. Zum Abschluss noch mal ein kurzer Blick auf zwei wesentliche Konkurrenten, JD.com im Heimatmarkt. Natürlich, Sie haben es ja auch schon angesprochen, Amazon. Wie bewerten Sie die denn im Vergleich? Inwiefern kann man sie überhaupt vergleichen? Alibaba wird immer so gerne als chinesisches Amazon gesehen, nur ist Alibaba viel mehr als das. Wie schon gesagt, hat Alibaba viel mehr Plattformen als nur Amazon, der den Marketplace an sich anbietet und halt Produkte anbietet, auch von Drittanbietern. Alibaba hat hier einfach die Vorherrscherrolle in China übernommen und wird da sich auch nicht vertreiben lassen. JD.com hat mit 16% Marktanteil in China eher kleiner, wenn man Alibaba dazu sieht, mit fast über 60% Marktanteil. Amazon hat sich verabschiedet aus China, also da sind sie auf jeden Fall Nummer eins. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn Alibaba nach Europa kommt und hier versucht, innerhalb von 3 Tagen weltweit seine Waren zu liefern, ob Amazon dagegen antreten kann. Nichtsdestotrotz sind die beiden, wenn man sich auf der Schiene von Online-Händlern anguckt, schon auf Augenhöhe. Aber Alibaba ist halt gerade durch die Spezialsysteme, durch das Cloud Computing und durch seine Malls halt schon viel mehr und größer als Amazon. Schauen wir uns dann nochmal einfach nur die nackten Aktien an. Welche ist denn da gerade aus Trading-Aspekten am spannendsten? Aus Trading-Aspekten muss man schon sagen, die Amazon-Aktie ist schon relativ gut gelaufen. Viele Leute haben schon gesagt, wenn sie bei $1,000 steht, dass irgendwann hier der Cap erreicht ist. Jetzt ist sie fast auf dem Weg zur $2,000-Marke. Amazon ist halt einfach eine Aktie, die langfristig investiert, bestimmt kein schlechter Griff ist. Aber auch Alibaba, gerade jetzt, wo man sieht, sie hat so einen kleinen Rücksetzer gemacht, vielleicht als Einstieg ganz attraktiv, vor allem wenn sie die Europastrategie und das Zweitlisting haben. Wenn sie das Zweitlisting haben werden, wird sich aber wahrscheinlich auch der Anteil der Aktien ein bisschen verwässern und deshalb muss man sagen, Reich der Mitte oder USA, das bleibt dann dem Investor überlassen. Vivian Spanberg, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und bis zum nächsten Mal dann hier. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit Zertifikate aktuell. Heute nochmal aus Kulmbach. Nächste Woche ist dann Vivian Spanberg wieder zu Gast bei Antje Ehrhardt in Frankfurt.